Und da Sie jetzt dann zur Wahl bitten, Sie haben 30 Sekunden Zeit, 30 Sekunden lang Zeit, um sich zu überlegen. Und ich würde sagen, die Uhr läuft jetzt. Alle Stimmen abgegeben. Es wird gerade noch ausgewertet. Es wird jetzt richtig spannend. Meine Damen, ich darf an der Stelle auf die Bühne noch bitten, unsere Sponsoren, die unsere Weinkönige so toll unterstützen. Ich möchte dann gerade für ein von GmbH rein. Jetzt in dem Moment auf die Bühne bitten und ich möchte gerne Herrn Abt Neufeld von Frankenbrunn auf die Bühne bitten. Wir alle sind, liebe Herr Weinkönig, sehr, sehr dankbar, vor allem die Weinkönigin, weil sie sich so toll ausstatten mit einem fantastischen Fahrzeug, das auch sicher ist, damit unsere Weinkönigin immer sicher überall ankommt, damit sie auch gut wirkt. Und ich habe das Fahrzeug draußen schon gesehen und es ist wieder eine Augenweide. Ja, während noch die Stimmen ausgezählt werden, kann man ja gleich schon mal über das Auto sprechen, dass die neue Weinkönigin dann fahren wird. Was haben Sie hier ausgesucht Schönes? Natürlich keine Limousine oder nicht im Dunkeln, sondern was Jugendliches, was Sportliches, ein Mini-Cabrio für das Sommerhalbjahr. Dann wird, glaube ich, auch nochmal gewechselt, ne? Und dann wird gewechselt das Winterhalbjahr und am besten hätte ich 6 Mini-Cabrios mitgebracht, aber ich habe eins dabei und deswegen. Und dann fragen wir mal den Präsidenten, der ja ein Signal bekommt, wenn ausgezählt ist, können wir denn schon was sagen? Brauchen wir eine Stichwahl? Gab es einen Durchlauf im ersten Wahlgang? Herr Präsident. Wahnsinnig, wahnsinnig überrascht, meine Damen und Herren. Wir haben fantastische Bewerberinnen hier, 6 Bewerberinnen. Wir haben Das ist sehr beeindruckend, das spricht zum einen für die Bewerberinnen im Allgemeinen, das spricht auch für die Unabhängigkeit der Jury, wie ich das sehe. Also wir haben eine Entscheidung. Das heißt, die neue Weinkönigin steht fest. Nochmal für den Kopf. Bei 6 Kandidaten, ich hätte meinen Poppes verwettet, dass wir mindestens eine Stichwahl brauchen. Weil auch ja, ich habe sie gemerkt, jede ihren eigenen Charakter hat. Also wie der Präsident sagt, das spricht dann tatsächlich für die neue fränkische Weinkönigin. So, dann brauchen wir an dieser Stelle, ist sie schon bei uns? Nein, wir brauchen noch Christine Ungemach. Wo ist sie denn? Sie muss sich durchkämpfen durch die vielen Fotografen. Ach, du bist denn ins Kino gegangen. Wenn die neue Königin feststeht, dann muss sie ja noch ihres Amtes walten und natürlich auch die Krone übergeben. Ja, meine Damen, noch einmal, Sie haben wirklich alles gegeben. Ein tolles Niveau. Fachlich, also ich kann das so fachlich auch ein bisschen beurteilen. Fachlich grandios geantwortet, auf alles grandios geantwortet. Aber bevor ich jetzt die neue fränkische Weinkönigin dann bekannt gebe, die ich ja noch gar nicht in den Händen halte, aber die ich wahrscheinlich gleich bekommen werde, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Nicole, für deine tolle Moderation und bei Axel Robert Müller. Wir sehen es dir nochmal nach, dass du ein bisschen später gekommen bist. Dankeschön. Aber wunderbar und vielen Dank für deine Kommentare. Da gibt es einen Blumenstrauß mit 10 Geschenken und einen Wein. Wenn wir vielleicht die Prinzessin. Blümchen haben wir schon da. Blümchen? Aha, da kommen sie schon. Einmal für Nicole einen Blumenstrauß und für einen Axel von Müller, da vorne steht der Korb. Den musst du dir selber holen. Ohne Überlesung, vielen Dank. Sehr lieb, Dankeschön. Ich darf mich bedanken bei Eberhard Schellberger, dem Team des BR und Marion Wunderlich, die damit geholfen hat, dass sie diesen Livestream geschalten haben. Also, Axel, du hast es vorhin gesagt, weltweit konnten alle mitverfolgen, was heute hier in der Stadt Erlenbach am Main, was hier passiert.
Ich darf herzlichen Dank sagen an die Weinprinzessin. Liebe Weinprinzessin, es gibt keine schönere Absperrung als das, was ich gerade hier sehe. Es ist so wunderbar, Sie sind so fantastisch. Und darf ich auch bedanken bei dem Dompteur der Prinzessinnen, bei Michael Sauer. Ich darf mich herzlich bedanken bei der Stadt Erlenbach, lieber Herr Bürgermeister Werninger, Sie haben uns ein tolles Umfeld hier geboten, Sie haben uns einen tollen Saal geboten, eine tolle Organisation. Danke, dass wir hier sein konnten und ich verspreche Ihnen, wir kommen wieder. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Band Barbarossa, dass Sie hier so eine wunderbare Musik gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihre musikalische Unterstützung. Jetzt brauche ich von unserem Justiziar die Nachricht, wer wird die neue fränkische Weinkönigin? Und wer die Karte bekommt, liebe Kollegen von der Presse, bitte noch nicht auf die Bühne stürmen. Wenn die Weinkönigin gekrönt ist, werden wir das auch schön zelebrieren, werden auch kurz die ersten Worte abfragen, dass jeder auch seinen O-Ton bekommt und dann haben wir hinterher noch Zeit. Also bitte noch unten bleiben. Noch einmal, Sie haben alles gegeben, meine Damen. Und Sie sind tolle Persönlichkeiten, auch jetzt schon. Die neue fränkische Weinkönigin heißt Christine Lang. Schnarcht man weg. Da hatte jede ihre eigene Personality, wie das Neudeutsch heißt. Und da gibt es natürlich auch die Blümchen. Herzlichen Dank. Ich nehme mich mal mit zum Krönungssessel. Und liebe Christine Ungemach, dich bitte ich, die Krönung vorzunehmen. Nimm Platz auf dem wunderbaren Thron. Liebe Christine Ungemach, wir machen euch ein schönes Bild. Moment. Wieder krönen. In diesem Moment die neue fränkische Weinkönigin mit einem Riesenapplaus, Christine Jammer aus Offenheim. Christine, das ist dein Moment. Trotzdem mal in Worte zu fassen, wie es dir gerade geht. Versuch mal diesen Moment, deine Gefühle zu beschreiben. Ich zitter am ganzen Körper, also ich spüre gar nichts mehr. Ich bin so überwältigt, ich habe nicht damit gerechnet. Und Gott, ich bin so dankbar, ihr seid der Wahnsinn. Und Gott, Dankeschön. Ja, überwältigend. Wenn ich vielleicht kurz die Gelegenheit nutzen darf, also ich habe zwar jetzt alleine die Krone auf dem Kopf, aber das bin nicht ich alleine, sondern hinter mir stehen auch noch ganz viele andere Menschen, die da mir geholfen haben und ohne denen hätte ich das auch nicht geschafft. Und ganz lieben Gruß an Georg Grün. Er hat heute, ja, er hat zu mir gesagt, vor zwei Wochen, Christine, wenn ich nach Erlenbach fahre, dann bete ich zu deinem Schutzengel. Und Georg, du scheißt
Und ich kann Ihnen sagen, ich werde Sie nicht enttäuschen. Vielen Dank für das Vertrauen und ich bin einfach überwältigt. Und vielen, vielen Dank. Ich bin so dankbar, dass mir so eine Ehre zuteil wird, wenn ich jetzt ein Jahr lang für den Frankenwald unterwegs sein darf. Was jetzt da auf dich zukommt. Also so in den letzten Tagen hat man es doch immer so ein bisschen mitbekommen. Die ersten Termine hat der Verband uns ja schon geschickt, dass wir uns ein bisschen darauf vorbereiten können, wenn wir es doch werden. Aber ich glaube, das kommt jetzt morgen und ich glaube, ich brauche jetzt ein paar Tage, um das zu realisieren. Aber heute wird erstmal gefeiert. Also heute, da geht erstmal richtig die Post ab. Feiern ist ein gutes Stichwort. Haben wir dann auch deinen Bürgermeister irgendwo in der Nähe, der uns schon mal was über einen Empfang erzählen möchte? Ich habe zwei mitgebracht. Einmal aus Ippesheim, Dr. Doris Klose Violett und noch Herrn Kopp aus Uffenheim. Also ich habe gleich zwei. Während die hochkommen, habe ich noch die Frauenfrage vorbereitet. Du hast es ja gesehen bei deinem Vortrag, Christine, dass da 300-400 Termine auf dich zukommen. Deswegen Frage 1, wie viele Paar Schuhe hast du zur Verfügung, die du ablaufen kannst im neuen Jahr? Und Frage 2, welches internationale Ziel ist es vielleicht, auf das du dich am meisten freust? Also Schuhe, glaube ich, habe ich definitiv zu wenig. Ich bin erst eine Turnschuh- und Chucks-Trägerin. Also ein paar Pumps habe ich, aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Und ich freue mich einfach auf alles. Ich freue mich auf die kleinen Begegnungen, auf die großen Begegnungen, auf die unterschiedlichen Kulturen, die ich jetzt kennenlernen darf, wenn ich in Asien unterwegs bin. Also ich glaube, alles ist ein Mosaikstein und macht dann das Bild der fränkischen Weinkönigin und deren Abend komplett. Das waren die ersten Worte von Christine. Und hier sind zwei strahlende Bürgermeister, die natürlich auch die Gäste ganz Franken und darüber hinaus einladen möchten nach Mittelfranken. Wann wird gefeiert und wo? Guten Abend, schöne Grüße von Mullenheim. Wir feiern in Mullenheim natürlich heute Abend Heimkehrerparty, das ist klar. Für alle, die wollen, am Sonntag ab 9:30 treffen wir uns. Es wird ein Fest umzugehen. Und an der Weinparadiesscheune, die gleichermaßen nach Mittel- und Unterfranken gehört, werden wir einen Empfang für alle, die Lust haben, zelebrieren. Jeder ist herzlich willkommen, freuen Sie sich einfach mit uns, mit unserer neuen fränkischen Weinkönigin, die Christine. Danke. Liebe Christine, Uffenheim ist stolz auf dich. Als Stadt für deinen Wohnort werden wir natürlich auch einen Empfang schmeißen in die Kinderstadthalle. Und den Termin müssen wir noch festlegen. Aber wir freuen uns, und es ist eine tolle Wahl für ganz Weinfranken. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Herzlichen Glückwunsch an eine tolle Amtszeit. So, vielen Dank. Da sitzt sie und strahlt. Ja, und da merkt man schon, das Professionelle, Christine schaut nach vorne zu den Kameras, während sie von rechts und links angesprochen wird. Also die erste Bewährungsprobe hier bei einem Blitzlichtgewitter wie beim Oscar hast du schon mal bestanden. Und vom Präsidenten gibt es jetzt noch mal kurz die nächsten Instruktionen, wie es bei uns weitergeht, ob wir die Bühne schon freigeben dürfen oder nicht. Ich bitte noch mal Herrn Rhein von BMW Rhein zu uns, der ja das Auto im Prinzip auch schon mitgebracht hat, den Schlüssel in der Hand hat. Und diesen natürlich auch an dieser Stelle gleich direkt an die neue fränkische Weinkönigin übergeben wird. Sie muss heute selbst nicht mehr fahren. Übernehmen Sie das oder ist dafür gesorgt? Ja, Herr Prominente, ich stelle mich zur Verfügung, wenn Sie mögen. Ich darf Ihnen heute schon mal den Schlüssel übergeben für das Mini-Kapel. Ja, ich hätte am besten 6 Autos mitgemacht, aber ich freue mich, dass Sie das Kapel übernehmen. Das Wetter haben wir schon bestellt. Das wird Ihnen passen. Viel Vergnügen. Jetzt gute Zeit, gute Fahrt. Herzlichen Dank, Herr Rhein. Schaut euch der Sonne kurz nach vorne. Wunderbares Sponsoring. Blumenstreuße von allen Seiten. Was soll ich denn denken? Blumenauto oder Wein? Ne? Ob die alle in den Mini reinpassen, die Blumenstreuße, die sie heute bekommt, das sei mal dahingestellt. Aber es wird sie begleiten. So, sie hat Tränen in den Augen und die Rührung ist ihr anzusehen. Ich glaube, diesen Moment lassen wir dir jetzt auch für dich ganz allein. Wir räumen die Bühne. Und die Gratulanten stehen schon Schlange. Das war sie, die Wahl der fränkischen Weinkönigin. Und hier steht sie und strahlt, die neue fränkische Weinkönigin 2015.
2016. Nach vielen Jahren holt sie die Krone wieder mal nach Mittelfranken. Christine Wangmann aus Offenheim. Herzlichen Glückwunsch! Eine wunderschöne Amtszeit!